jetzt sind wir bei der Cobblestone-Halle. Wie der Name schon sagt, da wird Cobblestone produziert und gleich wieder zerstört. Also man braucht keine Arbeiter. Ja, es kommt aus den Schornsteinen, wie man oben sieht, Rauch raus, also Dampf. Das ist aber Wasserdampf, also nichts Giftiges, was der Umwelt schadet. Daneben befindet sich ein Kraftwerk für Strom und der Strom wird aus Pflanzenkraft produziert und wir haben das Dach extra mit Glas versehen, da Pflanzen brauchen ja zum Wachsen Licht und sie das, wenn da Stein drüber wäre, das nicht bekommen würden. Ja, dann haben wir eine kleine U-Bahn gebaut, wie man da sieht. Und da geht es dann in das andere Gebäude rein. Wir haben auch Redstone-Lampen eingebaut, die noch nicht funktionieren. Und wenn man reinkommt, wird eine Lore ausgespuckt, wenn man aus den, auf den Dispenser-Knopf drückt. Und man kann auch, wenn man rausgehen möchte, braucht man keine Tür aufmachen, sondern es ist mit Druckplatten verbunden und geht dann auch automatisch wieder zu. Und ja, das war es mit unserer Vorstellung.